Was für ein Hotel hier in Barcelona, Hesperia Tower. Einmal war ich schon hier vor circa 10 Jahren für einen Reifentest. Und diesmal bin ich hier mit Honda, wie man an den Fahnen unschwer erkennen kann. In den nächsten 2,5 Tagen muss ich 5 Motorräder testen. Heute die Rebel, dann die CB1100 EX, CB1100 RS und die CBR650F und CB650F. Also viel zu tun, traumhaftes Wetter. Prognosen waren anfangs nicht so gut, aber wie man sieht, blauer Himmel. Wir fahren jetzt zum Ace Café mit der kleinen Rebel, da werden wir dann ein bisschen die schweren Biker aufmischen mit unseren unter 400 Kubik. Schauen wir mal, ob man mit so einer kleinen Chopper glücklich werden kann. Ich habe prinzipiell kein Problem damit, mit kleinen Kupaturen bei den Cruisern. Da geht es ja nicht so um Leistung, sondern da geht es einfach um entspanntes Fahren. Und das ist garantiert möglich mit diesem kleinen Fahrzeug. Ich weiß nicht, wer es von euch schon auf der Messe gesehen hat. Das ist echt fast ein Miniatur-Chopper. Extrem niedrige Sitzhöhe und eine bisschen seltsame Profillinie mit so einem Knick drinnen. Auf jeden Fall muss ich da jetzt, glaube ich, in die Tiefgarage rein. Ja, ich melde mich dann wieder vom Ace Café und dann können wir uns einmal schon die ersten Impressionen von der Rebel anschauen. Ja, nach 3 Testmotorrädern heute im Integralhelm juckt die Haut ein bisschen unterm Bart. Schauen wir mal, was daraus wird in den nächsten 2 Wochen. Vielleicht könnt ihr abstimmen, ganz weg oder nur ein bisschen trimmen. Aber ich glaube, er passt momentan noch sehr gut zu mir und auch zu diesem Fahrzeug, zur neuen Honda Rebel. Der Überraschung des Tages. Wir rufen hiermit einen Rebel Cup aus in Österreich und auch in Deutschland, weil wir alle so begeistert sind nach dieser nachmittäglichen Testfahrt. Dazu gleich mehr. Es war ja nicht unbedingt zu erwarten. Vormittags 2 CB1100, rein 4-Zylinder, über 90 PS und 90 Newtonmeter. Da geht was weiter, das war aber dann eher gemütlich. Und am Nachmittag war es ein bisschen flotter, seltsamerweise nur mehr mit 471 Kubik, rein 2-Zylinder, 45 PS im Vergleich zu 90 und nicht einmal 45 Newtonmeter, 44 und ein paar zerquetschte oder 43 sogar nur. Da haben wir eher gedacht, ja, am Nachmittag, das wird eine ganz entspannte Cruiserei. Auf niedriger Sitzhöhe 690 Kubik, wir sehen es. Da sollte wirklich jeder einen festen Stand haben und wer nicht, der ist entweder extrem klein oder extrem jung. Es ist A2-tauglich, das Gefährt, das ist das Schöne daran. Es ist auch irrsinnig einfach zu fahren, super Handling, schön harmonisch berechenbar, überraschenderweise präzise. Wir haben ja dicke Reifen oben, hohe Reifen, vorne 130-90 in 16 Zoll. Und hinten 150-80, ebenfalls in 16 Zoll. Auch dadurch ist das Fahrzeug ein bisschen niedriger. Optisch würde ich es persönlich bevorzugen, wenn vorne ein größeres Rad drinnen wäre. Da gehen sich sicher 17, 18 oder vielleicht sogar mehr aus. Bin ganz gespannt auf die ersten Custom Bikes auf dieser Basis. Honda hat ein paar Renderings gezeigt, aber noch nichts Konkretes. Leider haben wir auch noch nichts zum Originalzubehör erfahren. Ein paar Teile haben wir gesehen. Kofferset. Kleines Windscreen, ja, ich glaube, das war es dann auch schon ungefähr. Zu befürchten ist, dass es wieder nur japanisch typisch 10 Zubehörteile gibt und nicht wie bei einigen Europäern ein paar hundert. Aber lassen wir uns auch da überraschen. Wir sehen an ein paar Stellen, ist es nicht diese hundertprozentige Honda-Qualität, insgesamt schon, aber wenn wir da schauen, Fußrasten, Fußhebel, das ist also nicht die 1er-Ware, auch die Griffe hier. Aber na gut, der Preis fordert eben auch ein bisschen an Verzicht. Da kann auch Honda nicht zaubern. In Österreich einiges unter 7000 Euro, Deutschland wartungsgemäß noch ein bisschen weniger. Bitte bei eurem Händler nachfragen, ich habe die Preise jetzt gerade nicht hier. Auf jeden Fall ein Schnäppchen, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Angesichts der Fahrleistungen. Man kann damit herrlich cruisen, man kann entspannt fahren, dazu ist es ja eigentlich auch gedacht. Ja, ein paar nette Gentlemen, die sich auch dafür interessieren, da freue ich mich ganz besonders, wenn ich gerade ein Video drehe. Ganz schmaler Tank, sowas liebe ich, ja, wenn ich so richtig groß wirke auf einem Motorrad, links und rechts die Knie weggestreckt und in der Mitte so ein schmaler
Tank wie bei der Harley Sportster, ist ja ein bisschen vergleichbar, obwohl die Harley Sportster dagegen ein riesen Motorrad ist, sehr steil montiert. Das hat mich auf der Messe noch ein bisschen irritiert, als ich das Fahrzeug zum ersten Mal gesehen habe, aber mittlerweile gefällt mir das ganz gut, dass das so hier weit nach oben ragt und ich da unten sitze. Sehr kompakt, relativ kurzer Radstand, aber gar nicht so flacher Lenkkopfwinkel, auch keine Billigbereifung, sondern Dunlop-Reifen, also da wurde nicht gespart. Bremst sehr gut, da war ich überrascht, wir haben nur eine Bremsscheibe, wie wir sehen, eine nicht allzu große Nissin-Bremszangen, aber es gab keine Situation, wo ich dachte, uje, das greift nicht richtig. Kennt man ja von anderen Marken oder manchen Modellen, dass da bei den Cruisern die Bremsen ein bisschen schwächeln, ist hier nicht der Fall. Das ist typisch, da gibt sich Honda keine Blöße. Das kennt man auch vom BMW. Bremsen sind einfach das Wichtigste am Motorrad. Gabel 41 mm, konventionell, so wie die Federbeine nicht einstellbar, also da kann man nicht herumdüfteln. Andererseits fragt sich, was würde man wie sehr verbessern? Das, was ich verbessern würde, wären die Fußrasten. Man sieht es hier. Die haben sich ordentlich abgearbeitet, da schaut sogar schon der Gummi durch, auch auf der anderen Seite. So haben wir die abgerieben heute. Bei der kurzen Testfahrt, wir sind übrigens die erste Gruppe, also vor uns war hier noch niemand zugange. Klarerweise, Schräggangfreiheit nicht allzu groß, aber ich glaube, man könnte da noch ein bisschen das Ganze heben. Wir sehen, wie das montiert ist. Vielleicht ein paar Grad mehr wären nicht schlecht. Es fährt nicht jeder so wie wir heute, aber trotzdem. Rundes Licht vorne, rundes Instrument, allerdings kein analoges. Das finde ich schade, da geht Honda schon den modernen Weg. Da sehen wir in der Mitte LC-Display mit dem notwendigsten. Keine Ganganzeige, wundert mich eigentlich bei so einem Einsteigermotorrad. Zentral die Geschwindigkeit, Uhrzeit rechts oben. Naja, da wäre vielleicht nicht schlecht gewesen die Ganganzeige. Ja, das ist für mich nicht authentisch genug. Es ist zwar ein modernes Gefährt, wie man sieht, modernes Design, fast kubistisch, wenn man so will, stammt aber von dem Typen, der die Vultus, sagen wir jetzt einmal, verbrochen hat, oder? Naja, der uns die Vultus geschenkt hat, der das hier entwickelt hat, und ich finde das großartig, weil das eine perfekte Basis ist für Umbauten. Das ist kompakt, das ist reduziert, sehr einfach gehalten. Würde aber auch so funktionieren. Also ich würde hier nichts vermissen, ich könnte das jetzt so fahren und fühlte mich gut, was ich heute auch getan habe. Links das Zündschloss natürlich auf der Seite, das ist nicht zentral, das muss man natürlich hier tief in den Schlüssel reinstecken. Dann haben wir da unten noch eine Lenkradsperre extra, also alles so ein bisschen oldschool. Wunderbarer Rahmen, neu entwickelt, komplett, auch die Schwinge mit einem Rundprofil hinten, nicht irgendeine hässliche Kastenschwinge, das würde irgendwie nicht passen. Also da ist alles schön rund, bis nach hinten. Aluminiumgussräder haben wir, einen, naja, auch wieder sehr einfachen Auspuff, den würde man natürlich mit Sicherheit gerne tauschen. Die Fußrasten kann ich hier abschrauben. Und das Schöne ist, ich kann auch mit zwei Schrauben hier hinten den Sozius abmontieren. Ich kann hier zum Beispiel aber auch Koffer durchziehen, also da haben wir auch eine Lösung gesehen und kann schon beginnen, so ein bisschen zu customizen, ein bisschen anzupassen. Das finde ich echt gut. BMW hat es ein bisschen vorgemacht mit der R90, einfach Teile leicht austauschbar zu machen. Honda macht es auch, ich sage jetzt nicht nach, macht es auch. Die Frage ist dann eben, die offen bleibt, was bietet jetzt Honda an, was ich hier austauschen kann. Aber es wird nicht lange dauern und wir werden die ersten richtig coolen Umbauten sehen. Und jetzt zu dieser großen Überraschung, zu unserem Fahrdynamik-Test, der wirklich dynamisch war. Ein paar relativ flotte Leute dabei, vorne der Guide auf der Africa Twin. Der hat es vorgemacht und wir mussten es nachmachen oder konnten es nachmachen. Und wie das dann schnell wurde, hätte man sich erwartet, jetzt wird es dann ein bisschen ungut, jetzt wird es indifferent, jetzt muss man wirklich aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil die Reserven dann ausgehen. Die Reserven gehen nur aus, wenn man eben in starker Schräglage ist und dann vielleicht einen kurzen Graben erwischt, ein kurzes Loch und das dann da durchfedert, dann weiß ich nicht, was als nächstes aufsitzt. Da muss man immer aufpassen bei einem Cruiser, aber ansonsten, wenn man sich da ein bisschen einfährt und gewöhnt, fährt das Ding, das ist unwahrscheinlich. Das war so lustig, also wir sind stehen geblieben und gesagt,
Wir brauchen einen Cup. Ich glaube leider nicht, dass es so viele kranke Leute geben wird, um diesen Cup auf die Beine zu stellen, aber es wäre eine echte Sensation. Also wir sind alle mit einem Grinser abgestiegen, so glücklich und amüsiert auch, ja, weil es so ein kleines, nettes Ding ist und das ist so schön durch die Kurven gewuselt. Wie gesagt, Bremse überhaupt kein Thema, diese Bremsscheibe, viele Leute kriegen gleich Gänsehaut, wenn es eine Bremsscheibe sind. Aber das ist nicht der Fall, das ist einfach dem Motorrad und den Dimensionen entsprechend passt das. Und das liegt auch daran, wir haben hier ein vollgetanktes Gewicht, 11,2 Liter, von 190 Kilo. Ich meine, das ist ein bisschen mehr als die CBR 600RR, das war der leichteste 600er Supersportler. Das ist leichter als die meisten Supersportler und das merkt man. Es ist ganz leicht zu bewegen, ich sitze hier ganz tief und habe einfach ein sicheres Gefühl. Das geht von der, Entschuldigung, 1,55 Frau bis zum heute mitgefahren an Andreas Wert über 1,90 Mann. Und wir hatten halt alle Spaß und das ist eine echte Empfehlung. Das ist ein Geheimtipp, sage ich euch. Schaut euch das einmal an, setzt euch drauf und fahrt einmal. Das ist für mich preis-leistungsmäßig vielleicht das Motorrad des Jahres. Ich möchte es noch nicht verschreien, aber selten so viel Spaß gehabt mit so wenig Kubik um so einen niedrigen Preis. Ja. Ich hoffe, man sieht, dass ich glücklich bin. Ich hoffe, ihr seid auch mit dem Video. Daumen hoch für diese Honda. Schreibt mal euer Kommentar, was sagt ihr zur Optik, zur Fahrdynamik, werdet noch nicht so viel sagen können, außer die Leute, ihr fangt dann an zu Probefahren, würde mich wirklich interessieren, eure Erfahrungen. Ansonsten abonniert unseren Kanal, schaut euch die anderen Videos an, ich mache noch 3 Videos von hier, von den Neuheiten von Honda und hinterlasst uns wirklich einen Kommentar. Wie steht ihr zu sowas, geht es da um Kubik, ist euch das wichtig, braucht ihr ein fetten V2 oder tut es auch ein kleiner Paralleltwin. Danke, adios, muchachos, gracias.